grüße euch, der Wahnsinn. Gestern sind wir gemoved, alles wieder auf U-Posen umgestellt und das fallende Wasser hier rein. Ich sag nur, das sind die Zeichen des Erfolgs. Die nächste Bombe ist gekommen. Video zeige ich euch, wie ihr auch solche Riesenwälse fangen könnt, vorausgesetzt ihr präsentiert die richtige U-Pose, das richtige Modell am richtigen Platz zur richtigen Zeit. Auf dem Weg zu meinem Angelplatz habe ich immer unterschiedliche U-Posen-Modelle auf meinen Vorfächern vorbereitet. Jeder U-Posentyp in unterschiedlicher Form und Größe erfüllt auch später auf meinem Vorfach eine unterschiedliche Funktion im Einsatz. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Die Wahl der richtigen U-Pose für euer Vorfach steht immer in enger Verbindung mit eurer Platzwahl und der aktuellen Situation am Gewässer. Wichtige Faktoren wie Jahreszeit, Wasserstand, Wassertemperatur und die Uferbeschaffenheit an eurem Angelplatz wirken sich enorm auf das Verhalten der Beutefische und somit natürlich auch auf das Verhalten der Wälse bei ihrer Jagd aus. Nur eine perfekt ausgewogene U-Posenmontage, welche eure Köder in die Wasserschichten anhebt, in der sich derzeit auch die Beutefische befinden, bringt euch wiederholten Erfolg. In der kalten Jahreszeit und bei niedrigen, klaren Wasserverhältnissen ziehen sich die Beutefische dicht an den Gewässergrund zurück. In solchen Momenten setze ich auf Mikro-U-Posen mit einer Tragkraft von 1,5 bis 3,5 Gramm, welche meinen Köder nur geringfügig vom Grund anheben und dort unauffällig präsentieren. Ist noch da, ja? Ich denke schon, ja. Ist nur auf ihn zugeschwommen. Fisch ist frei, ja. Fisch geht jetzt raus, alles gut. Fisch ist frei. Okay. Lass ihn gehen. Ein guter Fisch, ist dein Fisch. Trotzdem, ja. Ich geh jetzt mit ihm raus ins tiefe Wasser. Ist dein Zugfluss. Mitten auf dem großen Fluss. Harakiri-Aktion, Tostenios im Drill und es sieht richtig gut aus, es sieht richtig gut aus. Die Long Ranger kreischt, ein richtig gutes Ding. Ein freies Wasser jetzt, alles gut, Tostenio. Das ist er, Tostenio. Ich fahre nur ganz langsam rückwärts, lass ihn laufen, ich fahre dann wieder drauf jetzt. Kannst du ein bisschen Schnur aufpumpen. Ich überholen jetzt. Ruder bleibt rechts. Wir hatten vorhin eine Fehlattacke. Haben viel gekämpft. Aber jetzt ging der Besen richtig krumm. Drückt uns die Daumen. Ich versuche jetzt den Fisch mit dem Motor hier in ein bisschen freieres Wasser zu lotsen. Weil wir angeln mitten in Bäumen. Thorsten kämpft vorne.
freies Wasser immer noch. Fisch schwimmt gegen die Strömung. Ich probiere mit dem Boot hier alles hier rauszudrücken, dass wir nicht in den Uferbereich kommen, wo es Holz ist. Und wenn Fisch gegen die Strömung schwimmt, wisst ihr, was Sache ist. Okay, wir sind jetzt mitten im Fluss. Hier darf eigentlich nichts mehr passieren. Jetzt können wir uns mal ganz und gar auf den Drill konzentrieren. Das ist dein Fisch draus. Ja, dass du nicht mal wiederkommst. Das wäre ja scheiße. Ich komme trotzdem. Wir müssen erst mal fangen jetzt. Lass ihn einfach jetzt mal Luft holen, ein bisschen. Ganz gut los. Zwei roten Mikroposen haben wieder ihren Dienst erfüllt. Jetzt schauen wir mal, ob wir ihn ins Boot kriegen. Ich hab den Raumfisch. Thorsten, ich hab's. Mach hier nichts mehr schief, Thorsten. Ja! Ja! Das ist der Po-Wahnsinn. Man kämpft teilweise bis zum bitteren Ende und wird dafür belohnt. Geil, Alter, ich freu mich! Ich Mann! Kleine U-Posen, große Wirkung. Ein richtig starker Fisch, der 160 Pfund Klasse. Dickes Petri-Thorsten. Petri, danke. Ein Wahnsinns-Fight, unauffällige Köderpräsentation. Plan ging auf. Geiles Teil. Wenn die Wassertemperaturen und Außentemperaturen ansteigen, werden auch die Beutefische aktiver und ziehen in höhere Wasserschichten. Jetzt gilt es, unsere U-Posen-Montage auch dem Verhalten der natürlichen Beute der Waller anzupassen und unsere Köder eine Stufe höher zu präsentieren. Genau jetzt ist die EVA-U-Pose die beste Wahl, eure Köder mit einer Auftriebsstärke von bis zu 30 Gramm in den mittleren Wasserschichten unauffällig zu präsentieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob euer Angelplatz in einem Naturufer oder der Steinpackung liegt. Das Besondere an unserer EVA-U-Pose ist die offenporige Oberfläche, welche auch in starker Strömung eine leise und unauffällige Köderpräsentation ermöglicht. U-Pose dicht an den Hecken, bringt Fisch.
Wenn das Wasser am Fluss zu steigen beginnt und wir unsere Angelplätze in beruhigte und langsam fließende Naturufer verlagern, kommt eine sehr spezielle U-Pose zum Einsatz. Okay. Fühlt sich gut an, Stefan. Rote Baum. Baum-U-Pose, der Tree hat wieder zugeschlagen. Manche sagen dazu, es ist ein Gerät aus dem Beate-Use-Shop und wir sagen dazu, fängt Welse. Das ist eine Fangmaschine, auf jeden Fall. Rote Tree-U-Pose, zweiter dicker Fisch, Fangmaschine. Alles richtig gemacht. Perfekt. Wenn wir in einem Naturufer unsere Montagen auslegen, wo viele Äste, Wurzeln und auch Gräser den Gewässergrund prägen, benötigen wir einen wahren Radaumacher auf unserem Vorfach, um das Interesse der Welse schnell auf unsere Köder lenken zu können. Jetzt kommt die Tree-U-Pose zum Einsatz. Dieses Modell basiert auf mehreren Wellen, die zu einer Kegelform zusammenlaufen. Die einzelnen Wellen auf der U-Pose erzeugen eine sich immer stärker aufbauende Strömungsverwirbelung direkt vor dem Köder. Die starke Wasserverwirbelung lenkt schnell das Interesse des Wallers direkt auf unseren Köder und macht die The Tree-U-Pose auch zum perfekten Auftriebskörper für Montagen mit toten Köderfischen oder Tauwurm. Kurbeln, 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 nicht aufhören zu kurbeln. Schöne Druckhalde. Noch ein ganzes Stück weg. Große Fisch. Ja. Großer Fisch. Was wir eben erlebt haben, Volleinschlag auf die Tree-U-Pose, Fisch durch den Baum durch, abgeschnitten wie angeknotet. Alter. Unglaublich. So eine Hektik. Aber wir werden belohnt. Wir werden belohnt. Da kommt der Kollege. Gutes Ding. Gutes Ding. Der ist schon groß, gell? Konzentrier dich auf den Fisch. Klar ist der Fisch groß. Nächstes Mal hammern. Thank you.
Alter! 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 Ja, das ist er! Alter! Das ist er! Das ist er! Einer, zieh gar nicht auf. Schwanz muss eins bauen. Jawohl! Alter Vater! Nächste Hunderter! Und ja, das ist er! Na, das ist er gerecht! Nächste Hunderter, ja? Das ist sicher Hunderter! Ach du Scheiße, ist das schön! Ach du Scheiße, ist das schön! Ist das ein Wahnsinn! Ja, Wahnsinn! Ist ja geil, oder? Ich bin so freit, Stefan, ich bin so freit! Der Hund ist riesig! 100 Kilo, der Tree in Rot. Was ein Fight da draußen. Was ein Fight. Oh, guckt euch diesen Fisch an. Petri Langer. Hey, Petri, danke, Stefan. Das ist ein unglaubliches Erlebnis. So ein Fisch war immer schon mein Ziel. Unglaublich. Sensationell. Danke. Online haben uns viele über diese Dildo-Form hier immer wieder belächelt. Aber ihr kriegt da euer Lachen zurück. Und genau aus diesem Grund gibt es diese verrückten U-Posenformen in richtig fängigen Farben. Wahnsinn. Schaut euch diesen Büffel an. Der Tree-U-Posenfresser. Ein Fisch der 115 Kilo Klasse. Absoluter Wahnsinn. Der darf jetzt wieder zurück. Und wir wünschen euch von ganzem Herzen, dass ihr auch mal so was Verrücktes erleben könnt. Wirklich immer wieder unbeschreiblich, unglaublich, wie wir doch mit so relativ sensiblem Angelgerät, Ballerangelgerät ist zwar dick, ja, dicke Schnüre, dicke Ruten, aber solche Monster überhaupt bändigen können. Ja. Also in den Drills gehen ja teilweise gestandene Männer kaputt. Der Fisch hat viele Chancen, wir hatten Riesenprobleme gestern. Mitten im Fluss der Baum schwimmt der rein, Angel geholt, wir haben ihn freischneiden können, aber das war wieder eine Wahnsinnsaktion. Denn plötzlich ist keine Verbindung mehr zwischen Fisch, Rute, Rolle und Schnur. Denn der Fisch hängt bei euch am Arm, ihr habt abgeschnitten, die Schnur aus dem Hindernis geholt, wieder neu zusammengeknüppelt. Aber das haben wir gemeistert. Perfekt, das haben wir gemeistert. So, jetzt schieben wir noch ein Stück und dann geht er los, der Kollege. Ja, voll, er ist tippitoppi, ist er. Schwänzle noch mal, guck mal da. Geil. Bebe. Cool.